So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir sind immer noch an May dran. Wobei mich auch die anderen Tainted... Wollen wir mehr Tainteds freischalten? Ich habe irgendwie Bock, mehr Tainteds freizuschalten. Moment, so. So. Ich will alle Tainteds haben. Und der nächste, mit dem wir uns den Tainted holen, ist Apollyon. Ah, ich hätte vielleicht die Dinger benutzen sollen, um da zu sprengen. Der Curse ist natürlich für Apollyon besonders tragisch, weil wir nicht sehen, ob das Item, was wir aufsammeln, tatsächlich eins ist, was wir wollen oder was wir umwandeln sollten. Damit gehen wir nochmal in die Kiste. Wieder. Das ist schon mal nicht schlecht. Noch ein Schlüssel, damit gehen wir an die Kiste hier. Ein paar Bomben, das ist okay. Bossraum, wir haben aber noch nicht mal den Item Room gesehen. Kein Super Secret hier direkt anliegend, ich bin enttäuscht. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, muss ich sagen. Stem Cells, okay, das hätte ich sowieso aufgesammelt. Einfach weil da lohnt sich eine Absorption nicht. Wir haben HP up, wir haben Shot Speed up. Das wäre wirklich verschwendet, das zu absorbieren. Wir müssen ausnutzen, dass er nicht so viel Range hat. Und seine Spinnen müssen wir killen, bevor sie uns irgendwas tun. Finde ihn wirklich... Er war ja am Anfang tatsächlich einer der Bosse, mit denen ich so die meisten Probleme hatte. Einfach wegen seinem Spawn-Verhalten, weil er gefühlt recht viel spawnen kann, wenn er das möchte. Und diese Spinnen einfach kacke sind, aber man muss ja eigentlich nur ihn umbringen. Ja, damit haben wir alles. Nächste Ebene. Wir müssen aber auf jeden Fall ein Trinket finden. Oder einfach den Effekt vom Red Key auf unser Spacebar-Item übertragen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Schon wieder den Bossraum vor allem anderen gefunden. Beziehungsweise, eben hatten wir ja immerhin den Shop vorher noch. Aber jetzt wirklich vor allem. Und wir haben halt nicht so den Schaden. Also 3,5, das ist immer noch besser als das, was wir mit Maggie beim letzten Run hatten. Aber trotzdem. Ah. Wir machen ihn jetzt schon. Einfach aus dem Grund... Wenn wir ihn jetzt gleich zerlegen, kriegen wir direkt den Deal und können den nicht verballern. Choking Hazard, ich nehme es mit und da haben wir nämlich die Trinkets. Und wir haben vor allen Dingen die... Ja, das will ich eigentlich nicht. Die leere Batterie. Wir werden zwar wahrscheinlich meistens unser Spacebar-Item voll haben, wenn ich es nicht austausche. Aber es ist halt ein gutes Trinket. Das ist, glaube ich, sogar eins der besten, finde ich persönlich. Weil es halt zum Beispiel ein riesiges Damage-Up mitliefert im Paket. So.
Ja, das Geld reicht aber noch nicht für was Großartiges. Sobald unser Herz zerbricht, was passieren kann, wenn ich das so weitermache, dann kriegen wir da genug. Ich nehme die Piercing Shots tatsächlich mit. Es ist kein gutes Item und eigentlich ist es mehr eins von diesen Items, die man abgibt, beziehungsweise nicht abgibt, aber in den Void wirft. Der Grund, warum ich das mitnehme, ist einfach, wenn wir Gegner haben, die viel spawnen, dann sind Piercing Shots gar nicht mal so verkehrt. Hätte ja sein können, dass wir die brauchen. Beziehungsweise kann ja noch sein. Ich habe gerade den Pilz irgendwie den unteren nicht als Gegner wahrgenommen. Okay. Das hat uns jetzt halt... Ne, Moment. Wir haben den Effekt, dass wir unser Trinket verschlucken? Durch was haben wir den denn jetzt? Nicht, dass es jetzt besonders schlecht wäre. Ich meine, wir haben ja Trinkets liegen gelassen. Bedeutet... Aber jetzt brauchen wir uns da gar nicht mehr so wirklich drum kümmern. Aber trotzdem. Dass die Viecher so rumbouncen, obwohl wir den Piercing-Shot haben. Das... Das ist ein bisschen doof. Okay. Weh, ich habe mich da durchgekämpft für nichts. Oh ja, das Curved Horn. Direkten Damage ab. Da nehme ich sogar an, es zu verschlucken. Wobei ich sagen muss, wir haben ja jetzt die leere Dings dabei, die leere Batterie. Die leere Lampe, leere Glühbirne. Jetzt habe ich das Wort. Glühbirne. Ich glaube aber, die volle würde uns bei dem Item bei Polion jetzt ein bisschen besser gefallen, weil ich persönlich, ich benutze das halt so selten. Ja, nichts drin. Jetzt zwar noch die unteren kaputt machen können, aber. Wofür? So, erstmal Verfolger abschütteln. Hier habe ich tatsächlich so leichte Ausweichprobleme, aber es geht. Ja, das lief relativ gut. Man merkt halt das Damage ab sofort. Das sind knapp, ja, das sind sogar genau 2 Punkte in Damage, die wir jetzt investiert haben. Das merkt man einfach. Ich wollte gerade mich beschweren, dass wir immer noch blind sind. Aber für ein All Stats Up nehme ich das. Lunch, HP ab. Weil jetzt haben wir unseren Damage nochmal erhöht. Und unser Curved Horn verschluckt. Guck nochmal,
Was haben wir denn für Items? An was kann es denn liegen? Die Stammzellen oder die Murmeln? Ach, das liegt wahrscheinlich an dem... Stimmt. Choking Hazard heißt das Ding ja. Also, Erstickungsgefahr, weil Kinder ja oftmals so Murmeln oder so Zeug verschlucken. Die Murmeln haben also den Effekt, dass man seine Trinkets verschluckt, wenn man Schaden nimmt. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Ah, schade, ich habe gehofft, es reicht, damit es noch trifft. Das sind eine Menge Schlüssel. Big Horn. Kannst mir gar nichts. Au. Reicht ein bisschen was. Ja gut, jetzt haben wir die Chance auf den Deal gar nicht mehr. Also schon, aber halt in einem Bereich, der einfach nicht passiert. Seit wann hat der... Ah, der Tierbombs. Also Setbombs heißen die ja. Traurige Bomben. Ich finde sein Redesign hier in Repentance echt gut. Das gefällt mir. Noch ein HP. Ja, komm, den Supermagnet nehme ich mal mit. Ja, komm, gehen wir weiter. Machen wir uns jetzt gar nicht die Mühe, hier groß noch einfach irgendwas zu machen. Aber ich kann nicht kleiden. So. Bin ich die Black Rune auch los. Plus 1 auf den niedrigsten Stat. Nehmen wir. Da wäre noch Geld gedroppt. Und ich muss sagen, plus 1 auf Range ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, dass wir das nicht auf Damage kriegen, ist klar. Weil, sagen wir mal ehrlich, wenn wir was haben, dann ist es Damage. Wenn auch... Also, die Grenze ist noch nicht erreicht. Wir können da noch ein ganzes Stück höher... Was mir halt gerade so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir kein einziges Spirit Heart haben. Ha, wir müssen uns da überhaupt nicht durchkämpfen. Unser Magnet zieht einfach alles an. Hier genau das gleiche. Zeug in den Stacheln. Ha, kümmert uns nicht. Zwei Schlüssel oder eventuell zwei Bomben. Das sind die zwei Schlüssel. Okay. Oh, wir haben gar nicht den Dix verschluckt. Den Magneten. Aber wir haben wieder die Chance verballert. Ich finde das doof, dass wir kein Spirit Heart haben. Also wirklich gar keins. Ja, warum nicht? Infested Shot finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil immer eine von diesen coolen Spinnen kriegen. Gut, das war jetzt dumm von mir. Kein Spirit Heart. Spirit Heart. Spirit Heart für uns. Das ist schade. Könnt ihr unsere Deal-Chance nochmal erhöhen? Indem ich einfach all unser Geld spende. Also zumindest eine 13% Chance auf den Deal. Wenn ich nicht wieder beim Boss getroffen werde.
Ja, Spideys sind cool, aber könnten noch besser sein. Oh Gott, Bumbo, den schaffe ich nicht ohne Hit. Also Bumbo ist tatsächlich ein Gegner, bei dem ich sehr große Probleme habe, ihn ohne Hit zu schaffen. Einfach weil ich diese Bodenwellen nicht einplanen kann und er, finde ich, eine relativ große Range hat. Ja, und hier mit dem Steine schmeißen, das ist halt auch sowas, ne? Ja, da hat er mich. Ah, aber nur mit einem Hit. Und nochmal Moldy Bread, also Midnight Snack ist das ja. Tja, wir haben alles auf der Ebene, was wir mitnehmen wollten. Das war verdächtig einfach. Okay, das hat uns jetzt viel zu viel Leben gekostet. Und viel zu viel Deal-Chance mal wieder. Wir ballern uns hier sämtliche Chancen auf den Deal. Hier noch ein Herz drin? Nein. Das da ist zum Beispiel ein Item, was ich nicht haben möchte. So gar nicht. Deswegen absorbiere ich es jetzt. Das ist halt wirklich so unser einziger Vorteil, den wir gerade haben. Wenn uns irgendwas nicht perfekt gefällt, zack, Stat-Bonus. Ja, das wisst ihr, dass ich das Ding hasse. Ja, Tour of Hearts ist super, sind wir fast wieder voll. Ich werde 3 zufällig. Oh, sie haben einen Spirit Heart. Könnte ja den Dings bringen. Der natürlich nichts für mich hat. Aber ich kann aus feindlichen Spinnen gute Spinnen machen. Kriegen wir wahrscheinlich unseren ersten und einzigen Angel Deal. Bei Mom. Wenn wir jetzt auf der Ebene es schaffen, einen Spirit Heart zu kriegen. Obwohl, wir haben eine über 20%ige Chance. Das könnte reichen. Mit ein bisschen Glück reicht's. Oh ja, und wir haben sogar einen Spirit Heart gekriegt. Obwohl ich gegen ihn nicht gerne kämpfe. Ja. Gut, kein Deal hier. Ja, fällt mir jetzt auch gerade mal so auf. Keine Familiars. Bisher. Obwohl wir eigentlich immer Items gefunden haben, die wir mitnehmen wollten. Jetzt haben wir mal 1. So. Flammen interessieren uns nicht. Tech 0,5. Das ist auf jeden Fall eins, was ich haben möchte. Und hier spende ich ruhig mal ein bisschen Blut. So, 3 Herzen reichen mir. An sich haben wir ja hier alles gefunden, was wir wollen. Und sogar noch ein zusätzliches Spirit Heart.
So, dann nehme ich hier nämlich auch das Spirit Heart mit und komm, für die drei, die wir aus dem Automaten gekriegt haben, nehmen wir nochmal ein normales Herz mit. So, nächste Ebene ist Mom. Bedeutet Ausschau halten. Okay, die Viecher sind einfach für uns eine Spinnenfarm. Weil wir die mit dem Tex und den Piercing Tears einfach so leicht kaputt machen können. Ja, und hier sitzt natürlich mal wieder die Gier im Shop. Könnte auch ein Sprichwort sein, ne? Wenn die Gier zum Shopkeeper wird. Oder wenn die Gier den Laden hütet. Das wäre so ein typisches Sprichwort, ne? Unsere Spinnen erledigen da drüben alles für uns. Arne, Kate, könnten wir ein bisschen Geld rausschlagen für... Achso, ja, wir haben ja gar keinen Job mehr. Dass der nicht lange überlebt, war mir irgendwo klar. Wir haben sogar den Fool, um uns wieder raus zu teleportieren. Nee, dann machen wir zuerst Mom und holen uns dann den Rest. Weil ich mir einfach denke, jetzt haben wir gerade diese riesige Spinnenarmee. Die erledigt dann einfach Mom für uns. Dann geht das ganz schnell. Das ist die Spawner-Mom. Spawner-Mom, unbeliebteste Mom. Nur gespawnt und fast kein Getreter. Das hat sie jetzt persönlich genommen, ne? So. Ja, nehmen wir das Damage ab auf jeden Fall. Und der Teufel bietet uns jetzt zum Schluss nochmal was an und das nehme ich. Ah, man braucht das Negativ oder das Polaroid, um die Tür zu öffnen. Ich dachte, man muss sie einfach nur raus teleportieren, aber nee. So ist das. Wir werden richtig mächtig, wenn das Item leer ist. Stimmt, wir brauchen von hier jetzt nichts mehr. Und doch, wir kriegen ja noch einen Shop. Stimmt. Wir kriegen ja noch einen. Wir haben ja jetzt noch eine Ebene vor uns. Wir kriegen bloß keinen Deal mehr, aber einen Shop kriegen wir nochmal. Oh. Nee. Den mag ich nicht so. Haben wir ihn langsam? Das sind die mit dem... Ja, das waren die mit, die den Brimstone so drehen. Ich bin gerade überlegen, Boom zu kaufen und einfach zu absorbieren, aber nö, das bringt's nicht. Dann explodieren unsere Bomben nur nicht mehr gescheit. Um.
Ja. So, wir beides. Eins ist wahrscheinlich ein passives. Wo ich nichts zu sagen kann. Und eins war ein aktives, das eigentlich als aktives ganz cool ist. Also eine Absorption rechtfertigt. Ja, geil. Da kommt Freude auf. Das war ein doofer Raum. Aber ein richtig doofer. Strength ist eine gute Karte. Kann ich leider nicht behalten, weil ich ja den Dings mitnehmen muss. Das Schlüsselstück. Wir haben ja keinen Hold On To Me. Wäre es vielleicht gewesen, wer weiß. Energiebettler. Nehmen wir, was auch immer er bei sich trägt. Ich habe mich verlaufen. Ich hoffe, der gibt uns zumindest noch mal ein Item, das ich irgendwie einsaugen kann. Shop, da waren wir drin, ja. Hier waren wir drin. Hier links waren wir, glaube ich, nicht, ja. Okay, ich kann nur eins sprengen. Ich hoffe, es ist... Nee, es war nicht gut. Wenn wir noch einen Bettler finden, sind wir gut dabei. Nicht diese Art von Bettler. Komm, aber warum nicht? Ja, das ist eigentlich kein schlechtes Item. Jetzt spielen wir hier dran und lassen uns gerade noch ein paar Herzen geben. Nach Möglichkeit. Oder eine Tiersabpille, die nehme ich auch. Stimmt, ich habe keine Bomben mehr. Ich kann das Ding nicht mal sprengen. Das ist nicht selbst gesprengt. War auch nur für Geld. Jetzt hätte ich eine Bombe. Okay. Dann Let's Note nehmen, ab nach oben. I spent it. It's gone. Just get over it. Das war gemein. So, Mitose, Mann. Muss dich leider besiegen und dann gibst du mir bitte... Nee. Nichts absorbieren? Nee. Schade. Hätte gern noch ein Herz gehabt. Benutz lieber mal die Strength. Strength ist einmal heilen. Das nutzen wir.
der, der die Fleischmännchen wirft, aber das ist kein Problem. Wir können auch schwarze Herzen oder irgendwas dabei sein, deswegen gucken wir mal. The Tower und The Devil. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, HP-Up wäre cooler gewesen. Angelic Spoils bringt uns jetzt leider nichts mehr, weil wir keinen Angel Deal mehr bekommen. Scheiße. Komm schon, ich will's noch bis oben schaffen. Kommt ein paar rote Herzen oder eine Full Health Pill oder sowas. Dürft ihr mir noch geben? Ah, ich hab unser Trinket verschluckt. Fast so gut wie eine Full Health Pill, aber halt nur fast. Mit fast meine ich so gar nicht. Ja, genau. Gott, dass wir das überlebt haben, war pures Glück. Ich wünschte, wir hätten das Yamhart absorbiert. Strength, ja, benutze ich sofort, kriege ich wieder ein HP ab. Shit. Sag nicht, irgendwo muss doch im Idealfall ein Super Secret voll mit Herzen sein. Wir haben leider nicht so viele Bomben, als dass ich jetzt exzessiv danach suchen kann. Nur so ein bisschen. Könnte er sein? Nee. Justice. Justice spawnt von allem etwas. Halbes Herz zumindest. Okay. Eins davon nehme ich mit. Momentan knausern die aber auch sehr mit den Herzen. Shit, da hat es uns erwischt. Blöd, dass er diese Bouncing Tears hat. Oh ja. Ihn kann ich ja genauso wenig leiden wie die anderen. Was auch sein kann, ist das hier noch. Ne, das ist kein Super Secret. Liegt da noch der Crack Key? Ja, könnte ich theoretisch aufschließen. Und uns den anderen Crack Key holen. Und ein bisschen darauf hoffen, dass das ein Raum ist, der uns ein Bett gibt. Ein Raum mit dem Bett. Ah. Dieses Bett wird kein leichtes sein. So. Wir sind wieder im Rennen. Gut geht anders, aber wir haben uns wieder auf einen akzeptablen Stand gebracht.
dass diese Viecher auch so unheimlich viel aushalten müssen. So. Basement 1. Da haben wir aber echt lange mit diesen... mit diesem wenigen Herzen überlebt. Healthdown, natürlich. Es kommt nochmal ganz zum Schluss kommt nochmal das Healthdown rein. Noch irgendwas? Ne. So. Tainted Apollyon ist zum Greifen nah. Okay, du kriegst unser Restgeld. Verdammt. Ein halbes Herz, das ich verloren habe, als ich dir Geld geben wollte. Na, ich möchte den Cracked Key gerne behalten. Kriege irgendwelche Steam-Nachrichten? Warum kriege ich irgendwelche Steam-Nachrichten? Wer schreibt mir in Steam? Will ich jetzt wissen. Wer schreibt mir in Steam? Zero. Ja, Zero. Tut mir leid. Muss jetzt kurz noch Dogma besiegen. Dann können wir reden. Eigentlich. Sofern wir Dogma besiegen, weiß ja keiner. Wheel of Fortune. Ja, nee, eher nicht. Hier ist unsere Tür. Oh, wie sieht der denn aus? Die Empty, okay. Nee, das absorbiere ich. Ja, direkt beim Spawn getroffen werden. So habe ich es gerne. Verliere viel zu viele Herzen. Also ich bezweifle, dass wir die Mother of Harnets überhaupt treffen. Treff ihn halt überhaupt gar nicht. Das ist tatsächlich mein Lieblingsskill von ihm. Okay, wir kommen aber wohl zu den Reitern zumindest. Aber Krieg überleben wir unter keinen Umständen. Aber wir sind wieder voll.
Das finde ich sehr, sehr freundlich. Ja, da hat es uns schon den ersten Dings zerballert. Ein Holy Mantle. Wie ich das hier mit Lost schaffen soll, da bin ich derzeit auch noch überfragt. Oh, das ist aber eigentlich für die Mother of Harnitz echt gut. Alle Fliegen, die wir killen, verwandeln sich in Spinnen. Shit. Bedeutet, würden wir es aus unerfindlichen Gründen tatsächlich schaffen, bis zur Mother zu kommen, würde sie direkt von einer riesigen Spinnenarmee heimgesucht werden, die vermutlich einen Großteil des Schadens für uns übernimmt. Ja, jetzt kommt aber der Schlimmste von allen. Shit. Nein. Mit ihm habe ich tatsächlich immer Probleme und immer die größten. Okay. Da unten hat er sich jetzt in die Grube gepackt. Möchte nicht umarmt werden, danke. Wow. Jetzt kommt dummerweise noch ein letztes Mal der Tod. Ja, und da hat er uns. Schade. Wir waren aber gut. Ich finde, wir waren dafür, was wir hatten, waren wir echt gut. Leute, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit der Binding of Isaac. Bis dann, euer Wolf.